Einmal im Jahr bleibt die Welt stehen und dann ist Fasching, Fastnacht, Karneval. Überall, überall, ob in Mainz oder in Veitshöchheim, überall. Michi Müller. Servus. Ich meine, gut, du hast dich natürlich frisch gehalten, aber... Der Nachname ist fränkisch, der Vorname stammt wirklich aus Altbayern. Tassilo war ein bayerischer Herzog im Mittelalter. Wir sind in einer freudigen Erwartung. Lauter Schnapszahlen, bei dir haben wir auch eine Schnapszahl. Glück muss leicht sein, ist nichts, was du lernst. Glück darf seicht sein, yeah. Glück ist echt kein Ding für Willensstarke, es geht nicht vom Kalkül. Aber Glück ist das, was sich gut anfühlt, darum heißt es Glücksgefühl. Ja. Sebastian Reich, ich war am Sonntag bei der Jugendsitzung, ja. Und ich habe gesehen, du brauchst dir um Nachwuchs keine Sorgen zu machen. Ich denke, was macht der Sebastian bei der Jugend? Ich meine, gut, du hast dich natürlich frisch gehalten, aber es war was ganz Besonderes um Nachwuchs. Genau, also wir sind zum einen, wir haben natürlich oder ich habe da eigentlich nichts verloren in dieser Sendung. Die Jugend lädt sich aber tatsächlich immer Amanda ein, weil ja Amanda sehr viel kleine, junge Fans hat auch. Und da sind wir sozusagen ja schon ein paar Jahre jetzt hier mal als Gäste mit dabei. Dieses Jahr war es was ganz Besonderes, weil ein junger Nachwuchsbauchredner, ein 13-jähriger Junge, der gerade das Bauchreden lernt, hier mit eingebaut worden in die Sendung. Und dem habe ich mir so ein bisschen angenommen, habe eine Nummer geschrieben für uns beide und haben dann hier diese Nummer über die Bühne gebracht. Und es war wirklich, hat es ganz, ganz toll gemacht. Und ist auch mal fürs Publikum wieder was ganz was Neues und was anderes. Denn das ist ja sich auch immer das Ziel, was wir hier haben, auch immer wieder mal was Neues zu zeigen und natürlich auch den Nachwuchs zu fördern. Ja, Bauchredner wird natürlich nicht jeder. Und wenn man dann junge Leute hat, also die nicht nur mit dem Handy spielen, sondern sich sowas begeben, als du gehört hast, das soll kommen, ging da in dir vor? Ja, mich gefreut. Der Marco Anderleg hat mich angerufen, der Bernhard Schlehre damals. Wir haben das so zu dritt besprochen. Es gab dieses Casting in Kitzingen und da hieß es schon, da ist einer dabei. Ich war leider an dem Tag verhindert, war selbst ja auf Tournee. Und dann hat man mir aber das Material geschickt. Ich habe mir das dann angeschaut und dann sage ich, Mensch, da können wir was draus machen. Und so ist eigentlich diese Nummer, diese Idee entstanden. Und es war wirklich mal eine ganz andere Farbe, die man hier auch zeigen konnte. Und auch der Nico war sehr glücklich, hat sich sehr wohl gefühlt auf der Bühne. Ist auch Amanda-Fan, das habe ich dann erfahren. Also er war total happy, mal mit Amanda ganz direkt in Kontakt zu kommen, wobei die Nummer mit Herrn Esel war. Aber es war echt ein schönes Erlebnis. Amanda am Freitag, was gibt's Besonderes? Ja, Amanda ist natürlich verliebt am Freitag, denn es ist Valentinstag. Das darf ich schon mal verraten. Sie ist immer noch Single, aber es wird einer ihrer kürzesten Auftritte werden. Das gefällt ihr natürlich nicht, aber da muss sie durch, denn wir haben auch mal was Neues dabei. Hier in Veitshöchheim gibt es eine kleine Premiere. Lassen wir uns überraschen. Mehr verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Ja, und dann dürfen wir beide natürlich nur eins sagen. Freitagabend Pflicht zuschauen. Aber natürlich einschalten. 19 Uhr geht's los. Glück ist das, was sich gut anfühlt. Darum heißt es Glücksgefühl. Marco Anderlecht, zum zweiten Jahr als Fastnachtspräsident Franken hier bei Fastnacht in Franken in Veitshöchheim. Seid ihr schon richtig angespannt? 3 Tage sind es noch und dann geht's richtig los. Ja, was heißt angespannt? Wir sind in einer freudigen Erwartung. Das Team, unsere tollen Künstler, BR-Team, der Verband, arbeitet ja seit Wochen und Monaten intensiv auf diese Live-Sendung hin und wir freuen uns riesig, dass wir jetzt auf der Zielgeraden sind und am Freitag eine tolle Sendung zeigen werden. Wir hatten das gerade in der Pressekonferenz so ein bisschen, wie lange dauert die Vorbereitung solch einer Sendung? Ganz klare Antwort, 365 Tage nach der Sendung ist vor der Sendung, schmeißen wir wieder 5 € ins Phrasenschwein. Aber in den Vereinen ist natürlich gerade mit tänzerischen Darbietungen und so weiter und so fort, seid ihr sozusagen das ganze Jahr über auf Suche und natürlich auf Talenten und vor allen Dingen den Talenten auch eine Plattform zu geben, sie auszubilden. Ja, also zuallererst darf man mal unseren fränkischen Vereinen
ein tolles Kompliment machen, weil die arbeiten ganzjährig in unserem Brauchtum. Die gönnen sich nach einer Faschingssaison eine kurze Pause und dann trainieren die Tänzerinnen, die Trainer choreografieren, die Büttenredenschreiber und auch die Funktionäre in dem Verein planen die neue Saison. Unsere Aufgabe ist es, Angebote der Schulung zu schaffen. Das tun wir gern. Wir haben im ersten Halbjahr, wie gesagt, 14 Regionaltreff in ganz Franken, wo wir in den internen Austausch intensiv gehen, um ganz einfach ansprechbar für die Vereine und die Aktive zu sein. Und natürlich suchen wir als Verband und auch der BR immer wieder Künstler, um die dann in die Sendungen hineinzuentwickeln. In diesem Jahr haben wir, glaube ich, lauter Schnapszahl, nicht? Die 33. Sendung, dann war irgendwas noch mit 11. Sendung von... Otti Schmelzer, genau. Otti Schmelzer war es, genau, die 11. Also lauter Schnapszahlen, also ihr seid mit Boxbeuteln und allem gut verseucht für Fasnacht in Franken? Nach getaner Arbeit darf man auch mal einen Schoppen trinken. Gibt es also nur noch eins zu sagen, Freitag auf jeden Fall einschalten, dabei sein. Darum bitte ich ganz einfach und bitte auch nicht vergessen, Faschingssonntag, 20.15 Uhr, unsere Jugendfernsehsitzung zum ersten Mal im Abendprogramm des BR-Fernsehens. Und ich verspreche eine tolle Sendung mit tollen Nachwuchskünstlern aus unseren fränkischen Vereinen. Dankeschön, Marco Anderle. Gerne. Glück ist das, was sich gut anfühlt, darum heißt es Glücksgefühl. Otti Schmelzer, Fasnacht in Franken und dieses Jahr 33. Sendung, aber lauter Schnapszahlen, bei dir haben wir auch eine Schnapszahl. Ja, mal kurz nachgerechnet, müssen 11 Jahre sein, ja, sag ich mal, 11 Mal. 11 Mal, 11. Mal Fasnacht in Franken, hier in Veitshöchheim, gerade war die Pressekonferenz, da gab es natürlich auch schon wieder einiges zu schmunzeln, einiges zu lachen. Fasnacht in Franken ist, glaube ich, eine Sache, wo man sich als Künstler das ganze Jahr drauf vorbereitet, mit Freude drauf vorbereitet. Ich sage mal, um Sepp Herberger zu zitieren, nachher ist mir vorher. Und weil du immer eigentlich ständig dran denkst. Phrasenschwein. Ja, genau. Ja, ja, es ist so. Und es ist nicht nur der Künstler, das sind auch, das sind die Zuschauer, das ist die Familie und alles freut sich drauf. Das ist halt ja, die fränkische 5. Jahreszeit. 2020 beginnt ein neues Jahrzehnt, auch mit dieser Fasnacht in Franken ein neues Jahrzehnt. Otti Schmelzer, die nächsten 10 Jahre dürfen wir schon einen kleinen Ausblick kriegen. Wir sprechen jetzt von der Politik, wir sprechen jetzt von der Fasernacht oder jetzt von meiner Wirkung oder von was reden wir jetzt allgemein? Vom Otti Schmelzer, was er sich die nächsten 10 Jahre da vorgenommen hat. Ja. Gut, also ich wünsche mir erst einmal, dass die Menschheit mit mir gesund bleibt. Ich wünsche mir, dass wir halt das Lachen nicht verlieren. Und zu meiner Person sage ich, solange die Leute kommen und sich an meinen Künsten erfreuen, ist es mir immer ein Bedürfnis, auf die Bühne zu gehen und wie gesagt, du fällst und steigst mit dem Publikum, das ist einfach so und ich glaube, das ist eine Mission, so wie der Pfarrer die Leute in die Kirche bringt, die Leute zu der Fasernacht oder auch unter dem Jahr zu beschallen, das ist eine Gnade, wenn man die Gabe hat, weil es ist heutzutage in der heutigen Zeit sehr selten, dass man mal lachen kann und das sind wir begünstigt von irgendwelche Gene oder ja, was auch immer, Umfeld und es ist für mich ein Bedürfnis und eine Freude, dass ich das machen kann und machen darf. Ja, morgen steht der Otti immer auf und lacht einmal, damit er besser in den Tag kommt. Oder was ist das Geheimrezept? Also ich sage einmal, ich bin da leicht schizophren. Das heißt, ich bin ein Morgenmuffel ist was anderes. Also das bin ich nicht. Aber ich muffel dann oben in meinem Weinberg. Das heißt, ich bin gerne mal, habe Sequenzen, da bin ich sehr gerne alleine. Und das brauchst du auch. Und ich habe gerne mal Menschen um mich herum, wo ich immer nichts reden muss, wo ich einfach jetzt abschalte. Und ja, ich kann auch stundenlang reden, ich kann auch stundenlang schweigen. Das ist ja gut, aber Freitagabend schweigen wir nicht. Freitagabend heißt es Fasnacht in Franken und deine Einladung nochmal ans Publikum, auf jeden Fall dabei sein? Auf jeden Fall. Alles andere, die Waschmaschine ausschalten oder anschalten und dann alles, die Geräte aus dem Fernseher anmachen, alles andere ausmachen. Und wie gesagt, ja, Chips vorsäugen und Bratwurst und alles schon auf dem Tisch aufbauen und dann geht's los. Dankeschön. Bitte schön. Einmal im Jahr bleibt die Welt stehen und dann ist Fasching fast.